Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich Ihnen in diesem Video, wie man eine Bewegungsaufnahme auf unserem Rekorder einstellt. Dafür klicken wir einmal mit der rechten Maustaste irgendwo hin, klicken dann auf Hauptmenü, gehen dann hier unten auf Speicher und dann hier links auf Kalender. Nun können wir hier unsere Aufnahme einstellen. Sie sehen schon hier oben die Farben. Grün bedeutet Daueraufnahme, gelb bedeutet Bewegungsaufnahme und rot bedeutet Alarmaufnahme. Wir möchten heute eine Bewegungsaufnahme einstellen. Dafür müssen wir hier dann ganz rechts auf das runde Zeichen klicken. Und nun sind wir hier in dem Bereich, wo wir den Zeitraum auswählen können, welche Aufnahme wir wann machen möchten. Wir möchten die Bewegungsaufnahme machen. Dafür wählen wir einfach mal alle Bewegungsaufnahmen an. Dann hier können wir einstellen, an welchen Tagen. Wir möchten an allen Tagen eine Bewegungsaufnahme einstellen. Dafür klicken wir dann hier auf All und klicken dann hier auf OK. Nun sieht man hier schön in der Leiste alles gelb. Das bedeutet, wir haben nur die Bewegungsaufnahme eingestellt. Nun müssen wir hier unten noch auf Anwenden klicken, wenn wir das Ganze speichern möchten. Hier oben können wir zwischen den Kanälen auswählen und hier die Voraufnahme. Also 4 Sekunden bevor eine Bewegung passiert, nimmt er dann noch. Speichert er die Aufnahme und dann die komplette Bewegung und 4 Sekunden nach. Nun klicken wir auf Anwenden. Damit haben wir das Ganze gespeichert, gehen dann zurück. Und nun, wenn wir hier uns bewegen, sieht man hier unten ein Zeichen. Das bedeutet, hier findet aktuell eine Bewegung statt. Und das grüne Zeichen, ein Kamerasymbol, bedeutet, unser Rekorder nimmt auf. Das war es auch schon dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen.